Schnitt. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren BMG Drive Experiment mit Oha, ein paar UFOs auf jeden Fall am Start. Holy moly, guckt euch mal dieses Dead End an. Leute, Digga, was geht denn da ab? Falls ihr auch Bock auf diese Folge habt, lasst gerne ein Like da. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir gucken an, wie lang dieser Parcours, Junge, das sind ja locker 60 Kilometer, bis zum UFO da hinten. Boah, ich bin echt gespannt, welches Auto da durchkommt. Und ich kann mir vorstellen, The Kid ist heute auch wieder dabei. Er ist jedes Mal da. Also, let's go. Wir haben ja eine Verfolgungsjagd, entspanntes Szenario, Polizeiwagen mit drei Autos hier. Das ist so ein, sind zwei chillige Wagen und ein Dodge auf jeden Fall. Der ist sogar echt am Durchziehen, ne? Ayos mios. Und der Polizeiwagen tut mir echt leid, weil ich weiß genau, der wird gleich richtig weggerippt. 100 pro. UFOs sind am Waden. Sie wollen zum Mutterschiff da hinten, damit es zurück in die Galaxis geht. Ja, aber man kann nicht alles haben, ne? Da hat man schon gehört. Oh, das sieht ganz schlecht aus. Ayos mios, Digga. Das ist die Todesfalle des Jahrtausends. Und der Polizeiwagen, der. Tschüssing. Wir sehen uns. Holy shit. RIP. Das war's mal wieder komplett für die Autos. Sind aber meiner Meinung... okay, der gelbe hängt noch. Meiner Meinung nach sind die aber nicht so weit gekommen. Also... geht. Wir haben jetzt hier ein Samara. Naja, ein BMG heißt er so. Und das Ding ist richtig auf Stulle eigentlich. Fährt sogar gar nicht mal so langsam. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Mal sehen, wie weit der kommt. Der Samara kommt sehr weit. Hat hier auf jeden Fall schon mal bis zur Wall gepackt. Aber nicht mal die Hälfte, ne? Nicht mal die Hälfte, kann man sagen. Und der plumpst hier gleich runter. Das war's komplett für dieses Schrottmobil. Bam. Und hier haben wir den, ja, also sechsfach bereiften Busimus, Mercedes-Bus mäßig. Ja, die Karosserie! Yeet! Das Teil ist komplett weggeschallert worden. Darauf erstmal einen Schluck Coffee. Ah. Weiter geht's. Und hier haben wir den blauen Oldtimer, schieb ihn rein. Yeah. Oh, oh. Also, ich habe alles gesehen und die Autoteile sind weg, ne? Krank. Also hier auf jeden Fall komplett abgerippt, aber ich bin gespannt. Ist es möglich, dass hier noch mehr erreicht wird als nur die Hälfte? Weil bisher... der Nitrobus, Alter, gib ihn, Digga. Den sehe ich ganz vorne. Den sehe ich jetzt erstmal ganz vorne. Ob der so weit kommt, ich weiß es nicht. Guck dir das an, wie der am Ziehen ist. Oh! Auch der. Ich würde sagen, er ist am weitesten gekommen. So fast mäßig. Aber, ja. Alter, da ist The Kid, ne? Und wer jetzt glaubt, dass The Kid es macht, schreibt Hashtag Kid mit Doppel-T oder D in die Kommentare. Easy. Easy. Das war so klar. Das war so klar. Oh! Jawohl! Du wärst abgeholt, Digga. UFO ist unterwegs. Du wärst abgeholt. Digga, dieses Auto ist einfach so geil, Mann. Dieses Auto ist einfach so geil. Ich sag euch, wie es ist. Ich feier... Das Auto ist ein UFO! Ja, moin. Und hier haben wir ein richtig großes Auto mit übel riesigen Reifen. Wir kennen den großen Truck auf jeden Fall. Und... das Teil fährt da einfach drüber. Das Teil fährt da einfach drüber. Das fährt da einfach drüber. Das juckt den gar nicht. Wie bitte? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und was der aushält... oh, bisschen Matsche geworden. Ja, Leute, also... ja, bisschen Tribals drauf. Motor bisschen abgegradet. Ja, ich würde sagen, Motor läuft noch, ne? Ganz locker.
Und hier haben wir einen Porsche, der jetzt richtig am Durchziehen ist. Fährt hier mit absolut brutalem Pace rauf. Die Untertassen sind mal wieder am Ejecten. Das Teil kommt sogar echt weit für die Verhältnisse von jedem anderen Auto. Ja, also gar nicht mal so schlecht. Man bedenke, bisher haben es nur Monstermobil, also das gelbe Auto, und The Kid darüber geschafft. Wird es einen geben? Irgendeinen, der das auch noch packt? Weiß ich nicht, aber alle guten Dinge sind drei, meine Freunde, und wir gucken rein. Wir haben hier jetzt ein Bentley oder so. Soll das ein Bentley sein, so eine Nachmache oder was? Auf jeden Fall ist das Ding im S. Jetzt haben wir hier einen Monster Truck mit einem Irokesenschnitt obendrauf. Alles klar, Alter. Mr. T hat hier den Monster Truck bestellt, Digga. Mr. T? Junge, was geht denn da ab? Ja, du kannst da jetzt erstmal eine Runde rumhängen. Und ein kleiner Boost war sogar hinten dran. Amerikanische Flagge aufentspannt. Ich fand den Monster Truck, Digga, der sah gar nicht mal so schlecht aus. Und hier haben wir den Tesla Truck. Legendär, aber der überlebt es gar nicht. Sorry, aber der Tesla Truck ist absolut RIP. Oh, und das Teil fliegt hier fast über die Wand. Bleibt hier leider nicht drauf und runter damit, ne? Der Tesla Truck, der, er war echt der schnellste in der LKW-Challenge. Falls ihr die noch nicht kennt, checkt die gerne mal aus. Wir haben so eine LKW-Challenge auf dem Zweitkanal damals gemacht. Richtig geil, ne? Yo, was ist das denn? Ein Silo-Wetter transportiert. Ein LKW mit einem transportierten Silo. Und hier einmal rüber jetzt. Das Silo ist im... Oh, stell's dir einfach vor. Stell's dir einfach vor. Du chillst zu Hause, Digga. Die machen da so einen Stunt mit so einem LKW, der ein Silo trägt. Wie teuer muss das sein, Leute? Und hier ein Auto mit einem Surfbrett. Alles klar, komm ich besuchen. Der Monster Truck. Yo, den hat's komplett in die andere Sphäre reingeböllert. Uff. Ah ja, also, oh, ja, Leute, also Boost läuft noch, das ist alles auf entspannt, kann man noch fahren und, oh, wir haben hier den Safari Ziehharmonika Bus, 4 Container, Alter, was? Da bin ich jetzt mal gespannt, also das Teil müsste eigentlich komplett rausgezündet werden. Ja, hier, der Bus bleibt hängen, die Ziehharmonika tatsächlich sogar belastet, also man kann es hier sehen. Aber es hat... Yo! Was ist das denn für ein Auto? Digga, war das eigentlich gerade ein Bus mit 4 Autos und 8 Reifen? Tatsache. Was ist das für ein Auto? Wer baut denn sowas? Wer baut denn sowas? Warum macht man das? Das wird ja immer wilder hier. Was ist denn das jetzt hier eigentlich? Schnitt. Oh, Elon Musks Auto ist jetzt auch am Start. Wir haben hier den Tesla-Wagen, der hier gleich komplett über die Strecke spurt. Die UFOs haben sich schon wegteleportiert, Digga. So schlecht ist denen geworden von diesem Auto. Und Elon, also ich sag dir eins, Auto ist ganz geil, aber für die Aliens ist das auf jeden Fall erstmal gar nichts, mein Bester. Na, wir gucken mal, wie es läuft. Oh, das Auto kenne ich noch. Das war in meiner allerersten BMG-Folge. Ein Auto, mit dem ich so einen Baum gecrashed habe. Der Clip ging auch absolut viral, Leute. Ich glaube, 700.000 Aufrufe, 1 Million hat er schon oder so. Wer kennt die nicht, ne? Also, das Auto legendär, immer wieder geil. Und wie lange das auch schon her ist? Bald 1 Jahr her. So heftig, aber gut. Wir haben jetzt nochmal einen halben Vergewaltigerbus mit so richtig großen Reifen, komplett rausgeschallert, mit bisschen Boost. Und der kommt sogar echt weit. Der kommt für alle Verhältnisse recht weit, nicht schlecht. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Ist okay. Aua! Das war's mit einem weiteren BMG Drive Experiment. Falls euch diese Episode gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schallert mal ein Abo raus und checkt eins von diesen beiden Videos aus. Ich wünsche euch was. Fettes Küsschen. Denno out.